Hallo und herzlich willkommen. Und heute zeige ich euch mal wieder ein kurzes Tutorial, wie ihr kostenlos alle Spielerbilder kriegen könnt, die es eigentlich so auf dem Markt gibt. Also Spielemarktplatz und so. Und so, ne? Ja. Und was ihr dafür wieder braucht, ist Horizon. Das gute Programm. Und ja, einfach ein USB-Stick, der mit der Xbox konfiguriert ist. Ein Profil braucht ihr unbedingt nicht. Ich werde Horizon nochmal vielleicht für euch extra mal bei Mediafire hochladen und euch das in die Beschreibung packen, damit ihr das auch direkt habt, ohne Probleme. So, das ist jetzt offen. Dann geht ihr hier oben in der Leiste, geht ihr auf Tools. Und Gamer Pick Creator. So. Jetzt hier bei Title gibt ihr einfach ein Call. Also jetzt für Call of Duty. Das sucht jetzt für Namen, oder? Nee, doch nicht. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ja, kurze Störung. Kurze Störung. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ja. Call. Und hier habt ihr dann die ganzen Profilbilder. Ihr könnt euch die alle anklicken, anklicken, anklicken. Und hier habt ihr dann die Gamerpack-Liste. Und hier gebt ihr dann irgendwie einen Namen ein, wie ihr dieses ganze Paket nennen wollt. Ich nenne es einfach bla. Und geht dann auf Save to Device. Und dann euer USB-Stick oder die Festplatte. Ich habe jetzt hier einen Flash Drive. Also the following package was successful transferred. Bla. Okay. Ja, das war auch alles von dem kurzen Tutorial. Das war wirklich kurz eigentlich. Und ja, schreibt mir einfach in die Kommentaren, was ihr als nächstes sehen wollt. Dann werde ich das auch hier auf jeden Fall mal machen. Und ja, bis zum nächsten Mal.